Sheila de Tankerville. Ich hatte doch gleich geahnt, dass ihr kaltes Antlitz eine Ungeheuerlichkeit verbarg. Ohne Rat und Kammer waren die Magier zwar ohne Führung, aber gleich ein Königsmord? Warum? Und wozu? Offenbar waren die Antworten in Loch Muin zu finden, jener uralten Stadt in den Bergen, Relikt der prähistorischen Zivilisation der Vrans, die vor langer Zeit lebten. Weshalb, Meister Rittersporn, gingst du nicht mit nach Loch Muin? So höre ich fragen. Zu Recht, zu Recht. Euer ergebener Diener und Chronist musste aus dem Pontertal fliehen, da er sein heldenhaftes Aufbegehren gegen König Henselt sonst mit dem Leben hätte bezahlen müssen. An der Kunst selbst hätte ich mich versündigt, wenn ich mich hätte töten lassen. Wer würde über diese denkwürdigen Ereignisse berichten, wenn nicht ich? Ob meiner tief empfundenen Verantwortung für den Norden, sandte ich meinen treuen Freund Gerald von Riva nach Loch Muin. Erwähnte ich, dass Gerald Politik verabscheut? Dies war die Gelegenheit, seiner Abscheu angemessenen Ausdruck zu verleihen. Herzlich willkommen bei Akt 3, eine kleine Stadt der Elfen. Der Weg geht nach Loch Muin. War der Gesandte Radovitz da? Jawohl. Was hat er gesagt? Temerien nicht zu halten. Das Reich wird geteilt. Adel zerstritten. Kommandant Natalis verliert den Boden. Der gute alte Natalis kriegt einen Arschtritt. Das war klar. Sie hätten sich fast geeinigt, aber ohne Volltests Tochter geht das nicht. So ist es. Sind die Quartiere bereit? Da gibt es ein kleines Problem. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Da ist ja keine Tür. Da können wir sie nicht einsperren. Das ist mir klar, du Gimpel. Aus dem Weg. Onkel Detmold wird jetzt die kleine Hütte verzaubern. Versa Anima. Nilfgaards kostbarstes Geschenk. Sauber machen hier, das ist Loch Muin, kein Schweinekoben. Red keinen Quatsch, Gerald. Marschall Raupeneck war zwar ein Drecksack, aber es waren auch dreckige Zeiten. Er hat sämtliche Elfen in Loch Muin umbringen lassen. Und seitdem tragen Jorvet und seine Spießgesellen diese Sache vor sich her. Aber im Krieg fällt man auch solche Entscheidungen. Leider. Raupeneck hatte sicher furchtbar an seinem Gewissen zu tragen. Papperlapapp. Ich sage doch, er war ein Drecksack. Nimmst du die Enzede in Schutz? Die haben auch Blut an den Händen. Die Vrans waren fort, wir retteten die Quelle der Macht und bewahrten die ehrwürdige Stadt. Elfengewäsch. In der Nähe hat man ein paar Höhlen voller Echsengerippe gefunden. Mit Schwertspuren. Ach, glaub doch, was du willst. Mich interessieren nur die heutigen Stadtbewohner. Warum habe ich das Gefühl, dass du Mist baust, sobald wir ankommen? Ich finde ein Mittel gegen mein Leiden, wenn wir ankommen. Detmold war nur ein Bauer auf Hensels Schachbrett. Ein ruchloser Mörder war er. Henselt war ein König und ich habe ihn umgebracht. Das hat er mir bis zuletzt nicht zugetraut. Genauso wenig wie ich. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich weiß nicht, ob ich diese Bilder je vergessen kann. Reden will ich darüber nicht auch noch. Rache an Detmold ändert gar nichts. Oh doch, die Geister meiner Männer werden es zu schätzen wissen. Die Geister meiner Männer. Geh zum Stadttor von Loch Muin. Die blauen Streifen waren keine gewöhnliche Einheit. Ich habe die Männer persönlich ausgesucht und unterwiesen. Natürlich gab es gute und schlechte Tage. Sie hatten nicht einmal die Chance, kämpfend zu sterben. Du hast auch deinen König verloren, Bernem. Vergiss nicht, warum du zu dieser Mission aufgebrochen bist. Ich vergesse es. Sollte ich nicht, werden sie es nicht lebend verlassen. Oh Mann. Verbindet ihr auch. Gott, ey, was ist das bitte wieder für ein Weg? Schaut mal, von wo wir gekommen sind, Mann. Wie krass ist das denn bitte? Ja, und ihr wisst bestimmt, dass dieser Venon Roche der Leiter dieser blauen Streifen war, also sprich Kommandant unter anderem, mit seinen eigenen Männern
Ihr habt es ja gerade mitbekommen, also eine krasse Angelegenheit. Er hat die Menschen wirklich geliebt. Seine Soldaten. Und irgendwie kann ich das auch verstehen, warum er Rache üben will. Auch wenn Rache jetzt auch keinen wirklichen Sinn macht jetzt hier. Rache kann zwar süß sein, aber ob das Sinn macht, ist natürlich eine ganz andere Sache. Und das ist wohl die Burg, wo wir reingehen müssen. Lok Muin. Heiliger Bimbam. Heftige Angelegenheit, auf jeden Fall. Ja, der Vernon Roche. Wer hätte das gedacht? Der Sohn einer Hure. Der seinen Vater überhaupt nicht kennengelernt hat, leider Gottes. Oh, Harpien. Die gibt's hier überall, zahlreich. Stirb, du Drecksviech. Verrecke. Dauert nicht mehr lange. Lass mir die Harpien hier fertig machen. Da sind ja wieder welche. Ich glaube, es hackt. Die wollen nur sterben, sonst nix. Sonst nichts. Oh Mann. Ordensritter. Den Orden der Flammenrose hätte ich hier zuletzt erwartet. Sie haben in Temerien an Einfluss verloren und sind jetzt mit Radovid im Bunde. Geh ihnen besser aus dem Weg, diesen Eiferern. Wir hatten unlängst eine kleine Auseinandersetzung. Vielleicht sind sie noch sauer auf mich. Ich werde ihnen klarmachen, dass deine Anwesenheit in Lok Muin unabdingbar ist. Wie weiter? Was erwartet uns in der Stadt? Getrennte Lager, Pufferzonen und Patrouillen nicht zu knapp. Jedenfalls erwartet uns das, wenn die Magier der Kammer auch nur ein Fünkchen Verstand haben. Du sprichst wohl aus Erfahrung. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Zintra am 2. April 1268 verlief ruhig und friedlich. Abgesehen vielleicht von Hänsels Wutgebrüll und der beachtlichen Sauforgie der Freiwilligen Armee Mahakams. Der Pöbel war hingerissen von dem ganzen hohen Besuch. Unbekannt dagegen ist, dass ich mir mit den anderen eine geschlagene Woche lang den Kopf über den Stadtplänen zerbrochen hatte, um die gekrönten Hohlköpfe auseinanderzuhalten. Keiner sollte auf die Idee kommen, plötzlich eine alte Feder auszugraben. Hier dürfte es nicht anders sein. Die Zauberer wollen das Gold der Könige. Sie sorgen schon dafür, dass sie bis zum unvermeidlichen Krach um das Pontatal keinen ihrer Goldesel einbüßten. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr Plan aufgeht. Wenn wir uns aus den Augen verlieren, treffen wir uns auf dem Marktplatz. In Ordnung. Der Weg geht weiter. Sprich mit Radovid. Im Namen Temeriens. Halt! Halt! Wer da? Vernon Roche und Geralt von Riva im Dienst Temeriens. Volltests Mörder? Im Dienst Temeriens? Volltests Mörder hält sich in Lok Muin auf. Geralt von Riva hilft mir, ihn zu fassen. Einerlei. Ich lasse doch keinen Drecksack passieren, der die Hand gegen den Orden erhoben hat. Dann muss ich wohl über deine Leiche steigen, Bruder. Meine Herren, hinter diesen Mauern finden Friedensverhandlungen statt. Ich dulde hier kein Blutvergießen. Sag mir, was macht der Orden der Flammenrose hier? Seine Majestät König Radovid persönlich hat uns eingeladen. Das hier ist nicht Redanien. Radovid hat keine Einladungen zu verteilen. Du stellst den königlichen Willen in Frage? Wieso lagert ihr außerhalb der Stadt, wenn er euch eingeladen hat? Wir sind keine offizielle Delegation. Uns hingegen gewährt Radovid eine offizielle Audienz. Er erwartet uns. Lass uns passieren. Radovid glaubt offenbar nicht an ein friedliches Verhandlungsergebnis. Sicher ist nur, dass man in dieser Stadt niemandem trauen kann. Das kann man ohnehin nie und nirgends. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Derjenige, der die Wachen an den Stadttoren postiert, müsste am meisten wissen. Ich kenne dich aus Rüsima. Ach du Scheiße. Ist das etwa ein Auge? Über der Tür? Habe ich hier direkt gesehen. Ich gehe zum Lager der Redania. Wenn du dich dort umsehen willst, findest du mich bei Radovids Quartier. Gut. Volk Vernon Roche. Na schön.
Lok Muin. Was ist das denn bitte für ein Ort? Sieht eher aus wie so eine Glaubensstätte. Oh Mann, so viele Raben überall. Und Vennon Roche ist schon längst wieder abgehauen. Ich sollte ihn am besten mal verfolgen. Der ist ganz schön schnell. Oh Gott. Wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Zeit, um das Ganze hier ein bisschen zu begutachten und so. Ach du Scheiße, sieht ja Hammer aus, oder? Richtig krass. Ich glaube nicht, dass du Foltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Ach du Scheiße. Die wollen gegen uns kämpfen, das gibt's nicht. Ach du Scheiße. Gott, wieder so ein Zauberer. Das gibt's nicht. Und er ist weg, oder? Nein, er ist nicht weg. Nilfgaarder Soldat. Gott, die machen viel Damage. Der macht viel Feuer Damage. Nimm das. Du dreckiger Soldat. Okay, nixer Feuerbälle auf mich schießen. Wo ist er? Hier hinten. So, da ist noch ein Soldat. Der will aber irgendwie abhauen, habe ich das Gefühl. Tut mir leid, Freunde. Wie krass war das denn bitte? Hat er da irgendwas Wichtiges? Haftbefehl. Ja, damit ist jetzt aber nicht Haftbefehl der Rapper gemeint. Der ja überhaupt nicht rappen kann, meiner Meinung nach. Exzellente Nilfgaarder Lederhose. Okay, können wir anziehen. Dann haben wir hier noch was. Exzellente Nilfgaarder Lederschuhe. Sieht interessant aus. Ja, nehmen wir auch. Deutlich besser. Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay, wo lang gehe ich jetzt? Ich bin, glaube ich, falsch gegangen. Kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Ich bin sogar richtig, vielleicht. Und hier kann ich wohl die Steine kaputt machen. Oder? Komm, wir versuchen es mal. Dafür brauchen wir einmal unsere Art. Und zack. Was war das denn? Oh, ich habe den Hund getroffen. Shit, okay, das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir mal oben lang. Vielleicht gibt es ja einen Weg. Ich versuche es mal. Ich kenne die Wege hier leider nicht. Das heißt, wir müssen die Wege ein bisschen kennenlernen. Ein wenig. Oh mein Gott. Harpien. Fuck. Du stinkst vielleicht. Shit. Haben nur noch die Harpien hier gefehlt. Oh Gott. Nein. Ihr versperrt mir nicht den Weg. Schnell runter. Hier muss doch noch was bestimmt sein. Hey, pass doch auf. Was geht denn hier ab? Sind das wieder solche Penner? Ja, sieht so aus. Das sieht so aus. Hier ist wieder ein Hund. Ja, Hunde gibt's hier wohl genug. Oh. Da sind Wachmänner, aber erstmal lieber vorbeigehen. Oh. Krass, ey. Das ist schon krass hier. Antreten zum Appell. Eine sehr triste weißt Atmosphäre. Du, was gestanden heißt, du Idiot? Jawohl. Woher kommst du? Aus Birka, Hauptmann. Nur Holzwolle im Kopf, du Armleuchter. Da bin ich. Bereit für ein Gespräch mit Radovid? Ich würde mich lieber noch in Lok Muin umsehen. Gut, aber bitte nicht allzu lang. Unsere Sache duldet keinen Aufschub. Na, mach dir da mal keine Sorgen. Triff dich beim Eingang zum Redanischen Lager mit Vennon Roche. Nicht der Rede wert. Okay, komm, wir schauen mal, was wir hier so alles im Markt kaufen können. Ich hätte gerne eine andere Frisur? Wie geil ist das denn bitte? Ach du Scheiße. Wartet mal, Freunde. Jawohl, wir speichern hier. Erstmal speichern. Macht ihr eure bevor wir das machen. Wie geil ist das denn bitte? Okay, warum nicht mal ein Eichhörnchenschweif? Niedriger Teil Pferdeschwanz. Wir schauen einfach mal. Mal sehen, wie das aussieht. Kapiert ihr Lappen? Okay. War jetzt auch nicht super gut.
Ich werde weitergucken, einen Moment. Ich würde das gern auf Elfenart tragen, nein? Mir steht der Sinn nach einem Zwergenzopf. Ach du Kacke. Okay, wartet mal. Auf Elfenart schauen wir mal erstmal kurz. Wir können ja alles probieren, wir haben ja so oder so gespeichert. Ach du Scheiße, der sieht ja langsam... Wie sehe ich denn jetzt aus? Okay, nochmal. Was können wir denn noch machen? Mir steht der Sinn nach einem Zwergenzopf. Okay, komm. Versuchen wir auch mal. Ich glaube, das sieht nicht so toll aus. Nee, das sieht nicht so toll aus. Was gibt's noch für eine Frisur? Ich will ein zentrisches Pendel. Seiten rasiert. Pferdeschwanz. Oh, Backe. Mal sehen, wie das aussieht. Ich finde das ja lustig. Oh Mann, die Frisuren sehen echt lustig aus, finde ich. Und was ist mit der Rüstung jetzt? Beziehungsweise der Frisur? Na, ganz toll. Ah, ich habe eine Idee. Wir laden natürlich erstmal, ne? Ich meine, probieren geht über studieren. Meiner Meinung nach. Gruß euch, Soldaten. Okay. Und jetzt können wir natürlich mal sehen, was die so eigentlich verkauft. Okay. Keine Waffen. Schade. So, was haben wir denn hier so? Hänsels Schwert haben wir bekommen. Das wusste ich ja mal gar nicht. Okay. Stopp mal. Wir gehen mal selber hier im Inventar gucken. Wir haben da auf jeden Fall etwas wieder neu bekommen. 31 bis 35 Damage hat unser Xentias Schwert. Und König Hänsels Schwert macht 25 bis 32, also nicht so viel wie unsers. Na gut. Ja, den Rest können wir eigentlich verkaufen. Machen wir jetzt auch. Erstklassiges themerisches Schwert. König Hänsels Schwert. Solides Hexensilberschwert. Unterhändler. Dann Rüstung kann ich auch verkaufen hier, das brauche ich auch nicht. Schuhe aus gehärtetem Leder auch nicht. Schwere Lederhose auch nicht. Seldkirks Rüstung. Die soll wohl magisch sein und die werde ich... Da steht Rüstung Questgegenstand, deswegen werde ich auch noch nicht die Rüstung verkaufen. Weil ich habe das dumpfe Gefühl, das brauche ich noch. Irgendwann. Hier ist noch eine Rune, die verkaufe ich auch. Hier gibt es einfach vieles, ne? Hier die Aufwertung werde ich auf jeden Fall auch mal verkaufen. Die magische Kette, die behalte ich. Weißt du, was stillgestanden heißt, du Idiot? Jawohl. Okay, vielleicht finden wir ja hier irgendwie neue Rüstung oder so. Sei gegrüßt! Alles einfach mal ein bisschen abchecken. Was? Okay, der verkauft nicht so gerne. Was ist das hier bitte? Eine Nutte? Schon wieder der Albino. Ich beschwöre euch! Fick dich selbst, Kreatur! Stürzt die Türme! Zerschlagt die Kristallkugeln! Was ist hier los? Grüß dich! Ach du Scheiße. Baba, grüß dich? Oh Mann, die sind hier nicht so gesprächig, leider. Sei gegrüßt. Schade. Ich glaube aber da hinten. Rüstungsschmiede unter anderem müssen doch hier irgendwie geben. Schmiede. Das ist eindeutig ein Überfall. König Radovid wird davon erfahren. Radovid hat sie doch geschickt, du Armleuchter. Sowas tut man aber nicht. Reiß dich zusammen. Zivik ist hier. Was macht Zivik hier? Kennt ihr den noch? Von König Hänsel, der Lieblingsleibwächter? Was willst du? Das sieht ja wie ein Jahrmarkt aus. Warum bist du hier auf dem Platz? Du bist nicht im Lager von Catwin? Diese redanischen Schweine haben uns übers Ohr gehauen, wie immer. Sie haben sich die besten Gebäude genommen und wir haben die Rattenlöcher gekriegt. Besser hier, auf diesem Platz. Ein Schauspiel, wohin man sieht. Boten sausen hin und her. Delegierte lächeln sich zu, obwohl sie einander am liebsten die Kehle durchschneiden würden. Und das Gold wechselt seinen Besitzer. Überall Bewaffnete. Jedes Land will am bedrohlichsten wirken. Bald gibt's hier wieder Arbeit für solche wie mich. Tut gut, einem Optimisten zu begegnen. Da wird einem doch gleich leichter ums Herz. Na gut, ich glaube, der hat nicht mehr so viel Interesse. Die Magier machen um die Verhandlungen einen Riesenzirkus. Nassauer sind das. Die schrecken vor nichts zurück, um nur wieder Zugriff auf die königlichen Schatzkammern zu kriegen. Detmold ist einer von ihnen. Er wird zu ihnen halten und die Stimme von Catwin bedeutet sehr viel.
gehänselt, würde sie rasch wieder zur Vernunft bringen. Das war ein großer Herrscher. Die Welt ist auf den Hund gekommen, wenn sie nur Narren und Kinder regieren. Sie wollen auch beraten, was sie mit der Situation nach den Anschlägen machen. Ja, eine neue Weltordnung und solche Dinge. Ich sehe mir all diese feigen Ritter und beschissenen Magier an und überlege, wohin es die Menschen eigentlich treibt. Geradeaus. Blindlings auf die Steilküste zu. Und bis dahin erheitert sie der Luftstrom eher, als dass er sie erschreckt. Oh mein Gott. Ja, toll. Wenn es die Kammer noch gäbe, wäre es niemals dazu gekommen. Hier gibt es einfach so viel. Hier ist natürlich unsere Questkarte. Oh, Backe. Hier gibt es einfach so vieles zu sehen. Und ihr habt ja gerade mit der Intention von der neuen Weltordnung gehört. Das wird nochmal richtig spannend hier. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal bei Let's Play The Witcher 2. Und mal sehen, was als nächstes passiert. Noch ist es nicht zu spät für Reue. Geißelt eure lüsternen Körper. Aber nicht gegenseitig geißeln. Auf einem Zobelpelz.